die Bedingungen sind so, wie sie sind, und da muss man sie auch akzeptieren. Liegt an uns, da hinten wieder rauszukommen, und der erste Schritt soll jetzt am Wochenende gegen Zürich gelingen. Also wir wollen ja eine gute Reaktion zeigen und wir wollen das Spiel gewinnen. Gut, ich denke, dass wir müssen Zürich auch unter Druck setzen, wir müssen Fehler provozieren und selber aufpassen, dass wir jetzt so, dass wir es wie gegenüber, dass wir sagen, im Prinzip der Gegner hatte keine richtige Torchance und schießt drei Tore. Und das, wir müssen viel konzentrierter dann verteidigen, vor allem im Strafraum und rund um den Strafraum. Es geht immer um einen, es geht immer um drei Punkte und die wollen wir jetzt das Wochenende unbedingt bei uns behalten. Die Stärken vom FC Zürich, denke ich, liegen sicher im Spielerischen. Sie haben mehrere Spieler, die über herausragende Technik verfügen. Und ja, wir müssen jetzt darauf schauen, dass sie da hinkommen und Punkte anlassen. Weil wir die Heime sind, weil wir genau bei ähnlichen Witterungen schon mal gegen die Hand können bestehen, nicht ganz gewinnen, aber jetzt wissen wir wie und weil wir einfach mühen und wollen. Ich denke, im FCZ hat sicher ein gutes Spiel reingepasst, dass sie so früh in Führung gegangen sind. Das werden wir sicher vermeiden. Wir schauen, dass wir zu Null können spielen hier daheim. Das würde, denke ich, uns allen mal gut tun. Und weil ich bin 100% überzeugt, dass wir Minimum ein Goal werden schiessen. Und ja. Mit unseren Fans im Rücken, mit unserem Publikum im Rücken, denke ich, dass wir das am Sonntag werden schaffen. Ja, sicher ist es zuerst mal wichtig, defensiv gut zu stehen, aber na, klar, mit meiner Schnelligkeit auf der Seite könnte man da schon für die Torgefahr schauen. Und, Der Beste soll gewinnen, ja.